Bei Bild kamen aber nicht nur Hunde. Unangefochtener Star an diesem Vormittag war eine Schildkröte. Die heißt Jasmina und es ist sehr wichtig für uns, weil die einfach ein Teil für uns auch im Leben ist. Und ja, genau. Deswegen wollten wir die auch segnen lassen. Heutzutage steht aber oft nicht nur der Nutzgedanke, sondern das Tier als Mitgeschöpf des Menschen im Fokus. Warum also keine Segnung für Bello, Schnuffel und Co.? Wir tragen in dem Moment, wo wir ein Haustier haben, auch Verantwortung für dieses Haustier, für ein Geschöpf Gottes. Und das Haustier ist nicht dafür da, dass wir unsere Leidenschaften oder unseren schlechten Charakter spazieren führen können, sondern ist dazu da, dass wir lernen, behutsam zu sein und auch lernen, dass wir, die wir uns häufig so machtlos fühlen, über Geschöpfe, nämlich die Tiere, Macht haben. Und somit auch eine große Verantwortung. Ob große oder auch ganz kleine Besucher, alle wollten an diesem Tag nur das Beste für ihr Haustier. Und dazu gehört für viele eben auch der Segen von oben. Ja, weil es Familienmitglied ist. Und deswegen finde ich es eigentlich wichtig. Sie sollte auch göttlich beschützt werden. Tut auf alle Fälle gut, habe sowas noch nie gemacht sonst. Vor was soll der Hund geschützt werden? Vom schlechten Einfluss, von bösen Hunden vielleicht. Vor Krankheit, vor kurzem OP, dass er eine Herz-OP, dass es die Genesung gut funktioniert, dass er geschützt wird, wenn wir irgendwo hingehen, vor Angriffen, vor Vergiftungen, wie auch immer. Einfach der Glaube, Liebe und Hoffnung steht bei mir dahinter. Aber auch Prälat Imkamp liegt die Tiersegnung sehr am Herzen. Spätestens seitdem er selbst stolzer Besitzer eines neuen Haustieres ist. Ich hatte früher eine englische Bulldogge. Diese englische Bulldogge schnarchte zu laut. Und der Hund meiner Haushälterin redete nicht mit mir. Und ich wollte wieder einen Hund. Und dann habe ich gedacht, also da eine deutsche Dogge nicht geht, ich dachte, dann sollte es ein Möpschen sein. Der hat wenigstens ein ähnliches Gesicht wie eine englische Bulldogge. Und dann habe ich das Möpschen gekauft. Und jetzt, seitdem das Möpschen da ist, das übrigens nach einem Kardinal aus dem 17. Jahrhundert benannt ist, Francesco Albizzi, nachdem dieses Möpschen da ist, spricht auch der andere Hund mit mir. Loriot hat es einmal so gesagt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Da ist vielleicht was dran. Gutes Hundchen, braves Schnuckelbärchen, Goldhäschen, Putzelmäuschen.